Es ist der 42. Spieltag der deutschen Eishockeyliga und damit herzlich willkommen zur Partie des IHC Red Bull München gegen die Augsburger Panther. Also, es geht langsam aber sicher in die Endphase. Noch 11 Spiele für die Teams. München bislang 41 Partien gespielt. Augsburg an der Zahl 40, also ein Spiel weniger. Und in der reellen DEL findet man München ganz oben. Allerdings nur noch 3 Punkte vor dem ärgsten Verfolger, mittlerweile vor den Adler Mannheim. Augsburg auf Rang 10, da 3 Punkte vor den Kölner Haien, die ja eine richtige Talfahrt momentan hinlegen. 11 Partien in Folge, die man verlieren musste. Zuletzt wieder gegen Nürnberg am Dienstagabend. Und auch da relativ bittere Partie. Am Ende hieß es 3:5 vor sich der Haie. Und Neuzugang Justin Fontaine von den Kölnern. Der soll es ja richten. Hier noch 11 Spiele vor Ende der Regular Season. Dass man doch noch ein Happy End bei den Haien erlebt. Aber hier geht es um die Partie der Augsburger gegen den IHC Red Bull München. Also zwei Mannschaften, wie man tatsächlich unterschiedlicher nicht stehen kann in der wirklichen DEL. Auf der einen Seite die Münchner, die seit Jahren wirklich konstant in dieser Liga Leistung abliefern. Auch seit Jahren sehr erfolgreich. Letztes Jahr hat man die Meisterschaften der Münchner unterbrochen in Form der Adler Mannheim. Ansonsten hätte man 4 Titel in Folge holen können. Das haben sie kaputt gemacht, die Adler Mannheim. Und München will in dieser Saison zurück zu alter Stärke. Man hat wirklich hervorragend begonnen bei den Münchnern. Wirklich eine Serie hingelegt. Die ersten 11 Spiele, glaube ich, waren es. Bin mir gar nicht mehr sicher. Siege, 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 Siege. Und jetzt so im letzten Viertel dieser Saison ist man ja so ein bisschen mit Problemen behaftet auf Münchner Seite. Nichtsdestotrotz, noch ist es Rang 1. Aber der Abstand, der ja Anfang der Saison wirklich beachtlich war, der hat mittlerweile schon ein bisschen abgenommen. Und dieser Abstand, der, wie gesagt, bis auf 3 Zähler geschmolzen auf die Adler Mannheim. Hier im reellen Virtuellen sieht es ein bisschen anders aus. Die Augsburger, sie kämpfen um einen direkten Playoff-Platz. Und da ist die Möglichkeit, da ist er vorbei. Und dann macht er das Ding rein. In Unterzahl, der Mann mit der 27, Matt Fraser. Mit der Führung für die Augsburger Panther. Und das war mal wirklich ein Geniestreich. München eigentlich in Überzahl. Eigentlich die spielführende Mannschaft hier bislang in der Partie. Aber dann Augsburg, man hat es nicht kommen sehen. Fasst sich das Herz. Und dann ist man da vorbei an Danny Austin Birken. Und kann München nach knapp 7 Minuten hier erstmal schocken. In Unterzahl. Matt Fraser im Alleingang an der Verteidigung vorbeigegangen. Hat er gut gesehen, dass Münchens Abwehr da geschwindigkeitstechnisch nicht hinterherkommt. Aber noch ist alles drin. Eine Minute noch Überzahl auf Seiten der Red Bulls. Das heißt, man kann schon in dieser Überzahlsituation über Elis, der da den Pfosten trifft, eigentlich schon ganz gut nach vorne spielen. Heute steht Markus Keller zwischen den Pfosten. Ersetzt den doch sehr viel auflaufenden Olivier Roy, der sich hier mal eine Pause gönnt. Und die beiden Torhüter, ja, wechseln sich dann jetzt hier mal ab in diesem Spiel. Und München weiter am Drücker. Halbe Minute noch Überzahl. Parlett, Jeffrey, Burke. Lassen die Scheibe da gut laufen. Gokula. Glück gehabt, dass der Augsburger da nicht richtig an die Scheibe rankommt, sie nicht halten kann. Und schon wieder ans Alu. Und Augsburg jetzt hier mit viel, viel Glück in dieser Phase. Und Roy. Die Panther wieder komplett. McNeil. Ja, schön die Scheibe lösen, aber der Münchner, der ist ein Ticken schneller da. Parlett auf Schütz, der auf Roy Keller und auch ihm nachfassen. Also, der hat viel Lust auf diese Partie. Der hat noch Kondition und nach der letzten Pause für Markus Keller zeigt er sich bislang von seiner besten Seite hier. 30 Jahre jung, Markus Keller. In Augsburg bereits in der Jugendbundesliga gespielt, 2005. Dann gab es die erste Station in der DEL auch bei den Augsburger Panthern.
Und dann über die Eisbären Berlin, wieder zurück nach Augsburg, zwischenzeitlich in Kassel unter Vertrag. Und seit 2018 gehört er wieder in den Kader der Augsburger Panther. Acht Minuten noch in Durchgang 1. Augsburg führt durch den Unterzahltreffer von Matt Fraser, den die Augsburger sich wirklich verdient hatten. Man hat da wirklich die Abwehr der Münchner quasi überrannt. Mauer. Vogt, Seidenberg, Botnarczak. Nächster Schussversuch und wieder ist es Markus Keller, der da den Schoner vorher an die Scheibe bringt. Aber Augsburg mit vielen Aufbaufehlern. Klappt nicht so wirklich. Die Scheibe da fernzuhalten und dann ist es das, was am Ende kommen musste. Man bekommt die Scheibe nicht weg. München macht weiterhin Druck und Frank Mauer ist derjenige, welche der den EHC Red Bull München hier zurück ins Spiel bringt. 1:1. Und so schnell kann es gehen. So schnell ändert sich die Partie. Und Frank Mauer mit seinem Treffer. Der in Heidelberg geborene 31 Jahre junge Spieler. Alles wieder offen im bayerischen Duell. Noch 3 Minuten. Trevelli. Jetzt wieder mal Augsburg. Vielleicht mit dem Stich nach vorne. Vielleicht mit der Möglichkeit, sich da irgendwie gut in Szene zu setzen. Und das klappt auch richtig gut da. Nochmal der Pass von Drew LeBlanc auf Trevelyan. Aber aufmerksam Danny aus den Birken. Sesemski. Strafe gibt's. Und dieses Mal zulassen der Gastgeber aus München und damit die erste Überzahlsituation für die Augsburger Panther. Am Bodypunkt Christoph Ullmann, der ja in Wirklichkeit leider verletzt ist, wird circa 4 Wochen ausfallen nach den News. Oh, da ist wieder der Alleingang und München da sehr nachlässig in der Defensivhaltung. Machen es den Augsburgern hier einfach zu leicht. Aber die Augsburger leider nicht kaltschnäuzig genug, diese Chance da auch entsprechend zu verwerten. Callahan, nochmal, vielleicht vor Ende des Drittels. Hale. Auch das gefährlich von Parlett, hat da lang gestört. Und dann aber ein Unentschieden nach 20 Minuten. Augsburg geht früh in Führung durch den Unterzahltreffer. München kann kontern. Und dementsprechend steht es hier unentschieden, verdientermaßen aus Sicht der beiden Teams. Und wir gehen gleich rein in den Mittelabschnitt. 6:11 das Schussverhältnis für den EHC Red Bull München. Trevor Parks nimmt weiterhin erstmal Platz auf der Strafbank. Und das noch für 1:20. Mark Wuchs versucht da die Scheibe zumindest vorne zu halten. Das gelingt ihm ganz gut. Und jetzt die Formation der Augsburger über Trevelyan. Kann seinen Verteidiger abschütteln, aber Roa kommt im letzten Augenblick. Klaut ihm da förmlich die Kelle. Oder die Scheibe von der Kelle. Aufmerksam und auch hier wieder der Fehler. Und Augsburg macht sich das hier selber sehr, sehr schwer. Viel zu leichtfertige Puckverluste. München da ohne Probleme. Die Scheibe wieder außer Gefahr zu hinaus. Jetzt vielleicht die Chance. Schön ausgekontert und LeBlanc braucht da einen Ticken zu lang, um die Scheibe in Richtung Danny aus den Birken zu ziehen. Ansonsten wäre da das Tor sperrangelweit offen gewesen. Augsburg gestaltet das Spiel schnell. Augsburg gestaltet das Spiel offensiv. Aber München in der Verteidigung. Absolut auf der Hut.
Und Glück, wie schon eingangs der Partie, dass Augsburg da nicht so kaltschnäuzig die Chancen verwertet. Wieder Ullmann holt sich die Scheibe und damit die Panther in Puckbesitz. Wieder in Offensivformation und es gibt wieder die Strafe. München da sehr, sehr aggressiv im Verteidigen. Und deshalb erneut die Panther in Überzahl. Christensen gegen Ullmann. Bulli wieder zugunsten der Panther. Der Direktschuss und direkt in die Fanghand von Danny aus den Birken. Drei Minuten 17 gespielt im Mittelabschnitt. Und Augsburg weiterhin bemüht, den Offensivaktionen, die man da starten kann, Nachdruck zu verleihen. Am Ende was Zählbares rauszuholen. Scheibe läuft gut. Münchens Verteidigung ist überwunden, aber der letzte Pass, der, den machen sie sich richtig schwer, die Panther. Oh, Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Millimeterentscheidung vom Unparteiischen. Anderthalb Minuten noch Überzahl. Scheibe erstmal raus, wertvolle Sekunden. Und Augsburg macht das wieder mit nur einer Zwischenstation. Schnell die Scheibe wieder in den Angriff gebracht, aber die Verteidigung der Münchner weiterhin schwer zu überwinden. Vereinzelte gute Aktionen der Augsburger. Und wenn man dann quasi frei steht, dann misslingt der letzte möglicherweise entscheidende Pass, so wie hier. Und Abelshauser bringt die Scheibe nach draußen. Und München kann damit zum Wechsel fahren, kann frische Kräfte aufs Eis bringen. Und gewinnt natürlich wertvolle Sekunden im Kampf gegen die Uhr. In dezimierter Form. Jetzt vielleicht Ullmann! Und jetzt hat's mal gepasst. Der Puck kommt da irgendwie durch. Und dann geht's ganz schnell. Das war faktisch nicht zu verteidigen von Danny aus den Birken. Und Augsburg damit wieder in Front. 2-1 für die Gäste. Schön rausgelegt und schlussendlich keine Abwehrmöglichkeit für den Keeper des ERC Red Bull München. Machtlos, Danny aus den Birken. Überzahltor der Panther. Hager. Vorsichtig, Hager. Nächste Schussmöglichkeit und Jeffrey, was macht der denn da? Die Scheibe, die kann man doch eigentlich gar nicht mehr nach draußen spielen. Riesenmöglichkeit für Jeffrey. Und den hätte er machen müssen. München hätte hier definitiv erneut zum Ausgleich kommen müssen. Aber jetzt Lamp. Ah, hat nicht mehr so viel Energie. Kommt trotzdem nach vorne, Lambacher mit der falschen Seite. Ansonsten hätte er den Puck da relativ machtvoll und kraftvoll aufs Tor hämmern können. Hager setzt sich durch. Abelshauser verliert den Zweikampf. Und Hafenrichter wieder für Augsburg über Valentine. Und der macht das Ding. Und was für ein Geniestreich den Valentine hier zeigt und Danny aus den Birken zum dritten Mal damit in dieser Partie überwunden. Was für eine Einzelleistung durch die Beine von Danny aus den Birken. Und das wird ihm natürlich stinken. Sich solch einen Gegentreffer zu fangen, das ist richtig bitter. Und da wird er sich natürlich ärgern. Das ist eine bittere Pille. So, also Augsburg mit der 3-1-Führung. Komfortables Polster hier. Hälfte der Partie ist vorbei.
Und auch hier hat er die Außenwirken. Nicht wirklich sicher. Lässt er abprallen und Julep Law der Erste, der danach sitzt. Und dann geht's wieder einmal richtig schnell. Und es ist nicht der Tag des IRC Red Bull München. Und es ist auch nicht der Tag von Danny Austin-Birken. Wieder ein ganz bitteres Gegentor, was durchaus vermeidbar war. Und das tut natürlich weh, das ist ärgerlich. Und jetzt bin ich gespannt, wie wird München auf diese schnellen Tore reagieren? 1:4 mittlerweile der Spielstand, nachdem man noch im ersten Abschnitt wieder zurückgekommen ist. Vorhin noch auf der Kelle hatte, erneut den Ausgleich zu erzielen. Aber jetzt passt es nicht mehr im Defensivspiel der Münchner. Auch im Aufbau sehr viele Fehler. Wie hier Christensen, der nochmal die Scheibe zurückzieht. Und dadurch München ins Abseits stellt. Gugula, Burke und Wah auf dem Eis zusammen mit Blake Parlett. Vorsichtig, Wah. Jetzt vielleicht mal die Gastgeber. Auch hier wieder der Fehler. Trevelyan kommt nicht durch. Wichtig vor Keith Olley. Die Scheibe tief gespielt. Es sind die fehlenden Akzente im Angriffsspiel der Münchner. Gugula auf Berg. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, da vorne irgendwie die Scheibe in Richtung Markus Keller zu bringen, der heute ungeachtet dessen eine wirklich hervorragende Partie zeigt. Szymski. Auch der sah für Danny Austin-Birken gar nicht so ungefährlich aus. Hat aktuell mit leichten Unsicherheiten zu kämpfen. Zumindest scheint es hier so. Harter Check gegen Callahan von Parlett. Aber München auch hier nicht in der Lage, die Scheibe vorne drin zu behalten. Und damit geht Augsburg nach 20 Minuten mit 4:1 in die Drittelpause. Völlig verdient, meiner Meinung nach. Über weite Strecken die Partie an sich gezogen. München da überhaupt nicht mehr zurückkommen lassen. Und in den letzten 20 Minuten kann man jetzt möglicherweise etwas zurückschalten. Man sollte München allerdings zu keinem Zeitpunkt unterschätzen. Schussverhältnis relativ ausgeglichen. 14:15. Aber es ist die Chancenverwertung und es ist Markus Keller auf Seiten des AEV, der hier eine unglaublich gute Leistung zeigt an diesem 42. Spieltag der DEL. Nächste Schussmöglichkeit, wieder der Abpraller. Und die Auszeit für Olivier Roy im Gehäuse. Der Panther, der zeigt wirklich Anklang, dass man dem Keeper da mal auch mal eine Pause gönnt. Unheimlich lange Saison, unheimlich intensive Spiele. Die Liga ist sehr, sehr eng. Und die Power hinten raus, das ist das, worauf es jetzt ankommt. Wieder Sahir Gil setzt sich durch. Trevelyan geht mit, der kommt da durch. Und München jetzt auch aktuell mit Problemen in der Defensive. Strafzeit wird es geben, völlig richtig. Und das bedeutet erneut die Überzahl für München. Zwei Minuten also. München mit der Chance, die drei Tore zu verkürzen. Und das ist das Abseits. Bulli gibt es deshalb in der neutralen Zone und weiter geht's 5:4. Oh, wieder schön durchgesetzt, wieder wertvolle Zeit, die man da von der Uhr nehmen kann. Hager jetzt. Oder Parks. Patrick Hager, Yasinelis. Aber wieder einmal mehr Markus Keller. Dem können sie auf die Schulter klopfen, die Augsburger.
macht eine Riesenpartie. Und 13 Minuten 40 vor Ende des Spiels mit nur einem Gegentreffer. Und Ullmann. Spitzer Winkel aus den Birken. Und Wuchs. Ah, Augsburg schön verteidigt. Trevor Parks. Yasinelis. Ah, hat sich da gut durchgesetzt. Und Ullmann. Kostet München wertvolle Zeit, die man vielleicht am Ende nicht mehr hat. Oh, aus den Birken lässt er wieder abprallen. Okay, ja, wieder durchgesetzt. Und das war wieder so auch unglücklich. Wenn man wirklich das Pech hat an der Scheibe, dann zieht sich das durch die ganze Partie. Und dass Augsburg dieses Pech auch auf dem Fuß ausnutzt in Form von Adam Payer. Und der macht hier möglicherweise den Deckel drauf. Wahnsinnig guter Alleingang. Mit viel Glück die Scheibe dadurch gekriegt. Und dann über die Fanganseite von Danny Austin Birken. Und der scheint heute nicht in Bestform zu sein. Schweres Spiel. Und jetzt ist auch Feierabend. Jetzt wird der Keeper getauscht. Und jetzt also München mit neuem Goalie, entweder Kevin Reich oder Daniel Fiesinger. Bitteres Spiel aus Sicht der Münchner Bullen. Von der Schussstatistik her relativ ausgeglichen, 16:19 aus Sicht des ERC München. Aber wie auch zuvor die Chancenverwertung. Und das gibt die 2 Minuten Strafzeit gegen Augsburg wegen Spielverzögerung. Und das ist natürlich jetzt bitter. München also für knapp 18 Sekunden in doppelter Überzahl. Aber Lamb kommt da wieder vorbei. Wieder gefährlich. Und dann ist es Kevin Reich. Sich unglaublich gut entwickelt, Kevin Reich. Von Riesersee nach München und zeigt hier in dieser Saison ordentliche Leistung. 16 Mal stand er in der DEL bereits auf dem Eis in dieser Saison. Fangquote von sagenhaften 92%. Gegentorschnitt von 2,44. Also das ist absolute Spitzenklasse. Guter 90er Fangquote. Der ja immer wieder nach Riesersee ausgeliehen war. Und jetzt hier zum festen Bestandteil des EHC München gehört. Ausgebildet beim Iserlohner EC, kam dann nach Krefeld, nach Mannheim. Erste DEL-Station 2013-14 in München. Dann ging es zu den Red Bull Hockey Juniors. Dann zwischenzeitlich mal in die NASL und USHL in Nordamerika. Und dann wieder zurück nach Österreich und Deutschland. Ganz junger, aufstrebender Torhüter Kevin Reich. 24 Jahre jung. Der Mann hier mit der Nummer 35. So, 10:51 noch verbleiben. Knappe 11 Minuten und auch hier muss Reich nachfassen. Guter verdeckter Schuss in Unterzahl wieder. Augsburg gleich wieder komplett. Wow. Lambacher. Er versucht es einfach mal, aber die Scheibe weit übers Tor. Und München läuft die Zeit davon. Glauben Sie hier noch an den Sieg? Das ist die Frage. 9 Minuten vor Ende. Die Körperhaltung und auch die Angriffsbemühungen sprechen meiner Meinung nach eine deutliche Sprache. Schwerer Stand hier von den Gastgebern. Jetzt vielleicht noch mal Mauer, der ja zwischenzeitlich zum 1:1 getroffen hatte. Jetzt allerdings die Strafzeit. Da war ein wenig zu energisches Einsteigen zu sehen.
Und deshalb folgerichtig die Strafzeit gegen den Gastgeber. Und Überzahl für Augsburg. Penalty, 25% Powerplay-Quote für die Gäste hier im Olympiastadion. Und Fraser kann sich wieder durchsetzen. Zweikampfstark heute Augsburg. Und das hat sich im Laufe dieser Partie wirklich bezahlt gemacht. Unheimlich Furore in der Offensive. Parks, aber auch München in Unterzahl, brandgefährlich. Nachdem man da so leichtfertig die Scheibe vertändelt im Aufbau. Auf Augsburger Seite. Trevelyan auf Fraser, der hier wieder sehr gut durchgeht. Will da zurücklegen, aber Keith Olli hat aufgepasst. Auch Callahan. Sind diese Fehler, diese Fehlpässe im Aufbau, die heute viel zunichte gemacht haben bei den Gastgebern. Man hat sich lange die Partie selber schwer gemacht. Und am Ende bezahlt man wahrscheinlich mit einer Niederlage. 1:5 vor heimischer Kulisse. Nochmal Stieler. Mit die Scheibe nicht schnell genug rübergezogen. Kastner. Ori. Seidenberg muss noch mal raus. Keine 5 Minuten mehr. Boah, das sieht ja gut aus. Und dann ist es das Tor. Zum 2:5. Und wenn auch das wahrscheinlich keine großen Auswirkungen mehr hat. Es ist gut für die Seele. Es ist Balsam. Und man kann vielleicht dadurch wieder etwas mehr Hoffnung schürfen. Und das ist das, was bei München im Kopf bleiben sollte. Dieser Treffer, wieder erfolgreich zu sein vorne. Spiel analysieren, Fehler abstellen und dann am Sonntag erneut mit viel, viel Effe, mit viel Elan. Und Stieler scheitert an Kevin Reich, der da seine Schoner schnell nach unten bekommt und die Scheibe, die Chance zunichte macht. Eine Minute noch. Nochmal die Hausherrin über Elis. Nochmal die Chance, Jeffrey. Und dann ist es Markus Keller. Und natürlich auf Seiten des IAC jetzt doch einiger Frust mit dabei. Aber weiter geht's mit 5 gegen 5. 53 Sekunden. Wieder bitterer Scheibenverlust. Und das gibt die nächste Strafzeit. Viele, viele Undisziplinierten hatten heute, die in der Summe zu diesem Ergebnis führen. Augsburg heute in Überzahl als auch in Unterzahl agiert. Und zwar sehr, sehr gefährlich. Botnarczyk. Sache Gil. Wieder der Fehler. Und LeBlanc hat jetzt natürlich eine gewisse Zeit. Müssen nichts mehr machen. Augsburg springt diese Partie erfolgreich zu Ende. Und das sind wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die Playoffs oder aber zumindest die Pre-Playoffs zu vermeiden. Nochmal abseits. Wird nicht mehr viel passieren. Und die Panther verdient mit 3 Punkten am Ende dieser Partie. Man hat über 60 Minuten gekämpft. Man hat München da lange Zeit aus dem Spiel rausgenommen. Und das ist das Ergebnis. Nämlich 3 wichtige, 3 wertvolle Punkte.
Und wir werfen natürlich noch einen Blick auf die aktuelle Tabelle. ...29:23 Schüsse. München also mit mehr als genug Chancen. Und am Sonntag geht's weiter für Augsburg zu Hause gegen Krefeld. Und wir werfen einen Blick auf die Tabelle. Also der Tabellenführer geht zu Hause unter gegen die auf Platz 5 stehenden Augsburger Panther. Noch ist es kein Heimrecht in den Playoffs. Man hat allerdings ein Spiel weniger als die Ice Tigers aus Nürnberg. 3 Punkte Rückstand. Da könnte man mit einem Sieg gegen Verfolger Krefeld den Abstand auf Rang 6 vergrößern auf insgesamt 7 Punkte. Und gleichzeitig könnte man den Vorsprung der Thomas Sabo Ice Tigers einschmelzen auf Punktgleichheit. Wichtige Partie also für die Augsburger Panther, denn da hinten auch die Kölner Haie durchaus noch gefährlich. Dann mit ein wenig Abstand auf die Fischtown Penguins Bremerhaven. Straubing auf Rang 9 vom IRC Ingolstadt auf 11 die Schwenninger Wild Wings. Dann Wolfsburg, die Adler Mannheim und schlusslich die Iserlohn Roosters. Es geht also weiter in dieser Saison. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.